Hallo, willkommen zu PCP leicht gemacht mit Thomas. Heute erkläre ich euch die PCP mal so aufs Grundniveau. Und ja. Also erstmal werden wir uns hier. Warum bugt es bei euch gerade so? Der Scheiß jetzt, okay. Einen beliebigen Zug aus zum Beispiel ist in meinem Fall, nehmen wir mal den BR425, die ist relativ geil zum Erklären. Dann fahren wir im Trainingszentrum, wollte ich machen. Freies Spiel, dann gehen wir zum äußeren Ring hier. Digga. Aber das benutzen wir für das Spiel jetzt, 13 Uhr und passt. Ja. Dann sind wir jetzt auch schon da. Ich habe einen Glitch. Wir sehen uns gleich wieder. Warum? Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, ein zweiter Versuch vielleicht. Vielleicht klappt es ja jetzt. Mach mal den Sound an. Hört ihr vielleicht auch was? So, okay. Wir holen jetzt mal den Zug hier. Und dann mal die BR425. Dann machen wir mal die Einfahrtraktion. Jetzt sind wir für TSW 4. So. Jetzt haben wir uns mal ready. Das Licht dann mal an hier. Zum Beispiel zu. Führerschein vielleicht mal auch mal an. Also, ja. Zuerst stehen wir auf oder bleiben wir sitzen. Und ich mache mal die Klimaanlage an. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt hier. Dann machen wir hier die PCB-Störschalter. Der ist immer für Siefer zuerst, okay? Bei PCB kann ich die schlecht im Trainingszentrum erklären. So, ich mache mal meine Route, damit ihr oben links die Geschwindigkeit seht. Oh, wir fahren immer noch jetzt. Das ist ein schwerer Fall, und zwar, ihr müsst immer darauf achten, wenn... sobald hier dieses Siefer-Ding leuchtet, also das hier, wo ich gerade überlegt habe, Hier, das ist, wenn das hier leuchtet, müssen wir das Siefer drücken. Wir machen jetzt ein bisschen runter hier. Weil wenn es Sonne hört, müssen wir ein bisschen mehr Q drücken. Dann seht ihr rechts, Siefer-Pedal drückt. Es gibt noch einen Sound, ihr könnt, wenn ihr nicht lesen könnt, könnt ihr auch warten, bis der Sound kommt, dann warten wir mal kurz. Erfolgreich erklärt. Dann gehen wir immer schon wieder zu. Siefer. Und übrigens LZB hier, das ist für die schnellere Züge, kann man hier dann einschalten. Das ist für die schnellere Züge, da kommt man hier. Ja. So, wir gehen ganz ins Hauptmenü wieder. Hier nutzt für die Tasten übrigens auf dem Numpad entfernen, also Ende und Bild runter. In meinem Fall bei der Tastatur ist es so ein Herzsymbol und so ein Kreissymbol halt. Und dann nutzen wir die Tasten Bild runter, zeig's euch gleich. Das packen wir einfach mal die erstmal vor allem. Ich packe den Resten, dann schnappen wir uns mal den Bild. Trainer Dresden Flughafen. So. Dann. Jetzt sind wir bereit. Lassen die Fahrgäste einsteigen kurz.
Ja, was ist hier denn? Wo ist der Flughafen? Schöner. Das ist die Lookup-Lack. Dann haben sie alles bereit für die Abfahrt. Das ganze Leben die wird geil noch hinterher. Wir schieben noch mal kurz auf. Machen uns einmal dann in dem Fall jetzt die Nodi oder die Siva auch mal. Und hier unten jetzt, wo sie da die Pizza will. Ich habe mal gerne um die Fahrgäste zu ärgern. So, Strömer nehmen wir noch hin, sollte gleich hier oben sein. Dann. Stellen noch ein paar Leute ein, dann guck ich mal. Komm, damit möchte dann schnell bitte. Ich habe den Pest gehabt jetzt. Und dann beschleunigen wir. Oh, jetzt. In dem Fall sind wir jetzt oben rechts. Gleich. Oder oben links. Oder hier auf dem. Display hier, V-Bewachung 45. Du musst es befreien. Entweder er drückt dieses hier, PCB frei, oder er drückt auf die Tastatur beim Numpad, links in dem Numpad, Ende. Dann haben wir die PCB jetzt gelöst. Dann, diese allzu kurze Linie, bei dieser nicht allzu langen Linie, fahren wir mal ganz kurz weiter, wir sind gleich wieder ein bisschen weiter. Sind, ich habe nichts an der Stelle. Und jetzt, warte. Haben wir jetzt gerade hier im nächsten Dresden-Freiberger Straße? Sind wir jetzt hier in dem Zug hier die Heat Siefer? Was leuchtet? Und PCB haben wir gerade keine. Ab Dresden, leuchtet, wenn wir PCB weiter so haben. Jetzt werden wir die Siefer wieder, müssen wir drücken, cool. Dann müssen wir schon langsam abbremsen. Ausstieg ist dann links. Ein bisschen zu pünktlich sogar, obwohl es das zu spät los ist. So, Zubremst sehr gut. Wir überlegen mal Hallo sagen. Ich muss ein bisschen stärker hier. Der Schieber drückt mit U. Und Stopp. Wir das gespielt wie vorhin. So, jetzt sagt, sind wir bereit zur Abfahrt, das heißt, wir gucken aus dem Fenster. Ja, alles passt, würde ich sagen. Dann. Ja, die dann. Okay. Damit dann machen wir so, zack, da ist die. Ah. Okay. Aus, zack, passt alles, dann wieder hinsetzen. Und nächster Dresden, wenn es soweit ich weiß. Ja. Aber es ist auch wieder, wenn wir die Dresden Mitte passiert haben. Ich bin jetzt bereits abfahren in Dresden Neustadt. In Dresden Mitte. Du hast ein Fenster, alles safe. Auf Abweiser-Knopf. Gucken wir mal aus. Haben wir darauf nicht mit. Also schließen wir dann, lösen wir die Bremse. Klammer raus. Keiner da. Und wir. Ja. Wenn wir 5 km/h können wir reingehen. Nicht. Ah, jetzt okay. Mal kurz raus, alles passt, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir die nächste PCB-Beeinflussung haben. Und jetzt habe ich was ganz Wichtiges falsch gemacht. Ich habe nicht den Langspiel-Ende gedrückt und nicht wachsam damit bestätigt. Meine Zwangsbremse eingelöst. Ausgelöst. Ich habe mich jetzt eigentlich befreit. Oh, naja. Jetzt dürfen wir mit 45 durchfahren. Das war doch. Irgendwie. Ach du Scheiße. Was ist 45 noch erlaubt? Jawohl. Mit
Wir dürfen nicht schneller als 45 fahren. So. Dann. Hätten wir das passiert. Bin noch nicht. Gucken wir, dass wir schneller werden als. Na. 45. Dann machen wir ungefähr. Level 100, jetzt Level 100. Es kommt selten vor, dass man doch 100 fahren darf. Meistens darf man das doch nur langsam fahren. Das heißt, wir sind tiefer eben, ne, wie ihr gesehen habt. Ja. So, jetzt fahren wir gleich schneller als 100. Wir dürfen aber eh nicht so schnell. Schnell um bisschen wieder Wasser drücken. Zack. Und fahren jetzt hier ganz schnell in den Bahnhof fürs Neuschen ein, wo auch dann die Fahrt für uns endet. Aber ich bin sich links. Und wahrscheinlich haben wir wahrscheinlich gleich wieder einen 500 Hertz-Signal, dass wir unter 25 fahren müssen. Wenn er nicht über das rote Signal drüber hinausschießen. Steht ein Zug interessiert die Farbe da drücken. Da kommt ganz nur so ein bisschen. Aber leider war das nicht so stark. Den Notbremse, die Leute sind schon. Stopp. Und die perfekte Bremse. Wenn das noch nicht perfekt war, dann ist sie auch nicht. Und das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich über Ihre Unterstützung freuen. Und für mehr Erklärungen ist das vielleicht da. Und dann tschüss.